Geil. Ja, einfach Vollgas geradeaus, oder? Knatter, knatter. Ja, ist doch gut. Das kleine Boot ist der ganze Stolz von Nannys Ehemann. Er hatte mich vor Jahren zum Fischen mitgenommen. Ich verstehe nicht, dass Mama es Martha und mir nie erlaubt hat, es zu benutzen. Ah, hier ist ein Steg. So, na dann, weise Frau, los geht's. Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Die hat gerade einen Film verloren. Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Ihr dürft wieder Karten wählen. Glaube ich. Nee, doch nicht. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß. Wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Ja, los geht's. Ihr seid dran. 2 Karten. 7. Moin, Meister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danke, DJ.
Noch einer? Der Tod. Ja, super. Die drei. Okay. Der Stern. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Genau, und im Übrigen Namen DJ. So. Noch zwei Karten, glaube ich. Jetzt vielleicht jemand anders? Jemand anders? Die Eins? Niemand mehr? Gut, dann nehme ich die Acht. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein. Ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht haben sie einfach nur, wollen sie einfach nur zugucken. Ist ja gut. Sie lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren. Ich will hier niemanden aus dem Lurk rausholen. Jetzt nehmen Sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und Sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Nochmal. So, dann nehme ich jetzt die zwei vom DJ. Und wir brauchen wieder eine Karte. Der erste, der schreibt... Die 10. Sehr schön, ihr zwei seid euch einig, das ist schon mal gut. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. 9 und 6, wenn wir nochmal wählen müssen, nehmen wir die 2. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Redet die von unserer Mutter? 9 und 6, okay. 9. Und 6. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Was? Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Okay, da brauchen wir jetzt keine Hilfe mehr. Ja, krass. Klang jetzt für mich auch so. Irgendwie ein... Was weiß ich? Vielleicht einen unehelichen... Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben.
und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit. Sie hat sich die Kette gekrallt. Ja, Kirche ist ein guter Hinweis. Die hat sich nicht nur die Kette gekrallt, die hat mich auch nach unten gezogen. Die Saubratze. Wo, wie? Raus. Ich kann aber ganz schön lang die Luft anhalten. Oh, warte mal, da liegt was. Flugzeug? Was? Einen Schlüssel. What? Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Ist das ihr Schlüssel zu dem Schmuckkästchen? Ja. Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter, mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Soll ich mal Was gucken, hast Daniel? Du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Mist.
Jetzt hat sie sich bestimmt was angezogen. Ja, Mist. Hier gibt es nichts. Julia, ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen und du warst meine Stimme. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Ich muss dir sagen, dass ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Lapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen.